Hallo, hier sind wieder Silke und Henry. Und diesmal sind wir nicht auf Sardinien, sondern hier in Leipzig. Diesmal ist Henry bei mir zu Gast. Und da freue ich mich auch ganz sehr, dass er hier ist. Und wir erklären euch auch, oder wir erzählen euch auch gleich, warum Henry bei mir gerade zu Gast ist und was wir hier machen. Aber was wir zuerst, oder was ich euch zuerst erzählen wollte, Henry hat ja immer gesagt, wenn er aus Sardinien wieder da ist, machen wir mal ein fettes Durian-Essen. Dann gibt der Durian aus. Und eigentlich haben wir das so zwischen uns beiden eigentlich ausgemacht. Und dann war es tatsächlich so, dass wir letzte Woche zu 10 waren praktisch. 10 Durian-Verrückte, obwohl eine war ja dabei, die hat es das erste Mal probiert. Aber Simon, mein ältester Sohn, Simon und ich. Und dann noch 7 andere wirklich Durian-Verrückte, die diese tolle Frucht schon kennen. Wir blenden euch auch hier mal ein paar Fotos ein, wer Durian noch nicht kennt. Henry, magst du noch mal was zu Durian sagen, wo die genau herkommen, was das für eine Frucht ist? Ja, kommt mehr aus dem asiatischen Bereich und gibt es aber auch schon im südamerikanischen Bereich. Hawaii wird die auch schon viel angebaut. Also die verbreitet sich gerade so, ja, relativ auf vielen Orten auf der Welt und wird als Stinkfrucht bezeichnet. Für viele Leute, die das erste Mal probieren oder riechen, riecht es erstmal sehr abstoßend. Für manche Leute, ich muss sagen für manche Leute. Aber für viele riecht es auch halt schon sehr, sehr süßlich und sehr angenehm. Und wenn man die dann isst, schmeckt die auch wie Vanille, wie ein Karamell-Creme-Likör, wie Schokolade. Ja. Das schmeckt wirklich jeder ein bisschen anders. Und auch jeder, es gibt auch Menschen, die essen von der gleichen Durian, empfinden auch den Geschmack anders. Ne? Ja. Das finde ich auch sehr interessant. Für manche kommt so ein bisschen Zwiebelgeschmack durch, für manche Likör. Ne? Also das finde ich wirklich sehr interessant. Sehr interessante Frucht. Genau, da auch noch eine kleine Geschichte von meinem Onkel dazu, weil er konnte das nicht. Am Anfang, er konnte es nicht riechen und er konnte es auch nicht essen. Er hat beim ersten Mal da wirklich so versucht zu probieren, das ging aber nicht. Ne? Dann beim zweiten Mal hat er dann schon ein Stück gegessen und das ging dann schon. Und dann beim dritten Mal hat er auch nochmal probiert, da ging dann schon so ein ganzes Stück. Und dann beim vierten Mal hat er nochmal probiert und seitdem liebt er das über alles. Und bloß damit ihr mal seht, dass manche halt die Frucht öfter probieren müssen, bevor die auch schmeckt. Für mich hat es gleich beim ersten Mal geschmeckt, bei dir glaube ich auch. Ja, ne? Genau. Und ist immer wieder ein witziges Erlebnis, wenn man das in der Gruppe isst, weil die Durian liegt dann einfach in der Mitte vom Raum und dann die ganze Zeit ist rumgestöhnt. Und ist immer ein witziges Erlebnis. Und Durian, also wenn man sie liebt, die macht wirklich abhängig. Ne? Also das ist wirklich eine sehr extreme Frucht. Diesen Geschmack kann man auch nichts mit einer anderen Frucht, die es hier gibt, mit einem anderen Geschmackserlebnis, auch mit keiner gekochten oder zubereiteten Mahlzeit vergleichen. Das ist so eine perfekte Kombination. Und leider wächst sie nicht hier. Die wird ja von weit her transportiert. Deswegen essen wir sie auch nur ganz selten eigentlich. Und was wir eben auch festgestellt haben, danach ist unsere Verdauung erstmal am Boden. Wenn wir Durian essen in größeren Mengen, dann ist das mal... Genau. Dann alarmt die Verdauung eine gute Freundin von uns, die Uta, die ja auch letztes Mal mit auf Sardinien war, bei Henry, die war ja auch dabei, die hat das dann auch gemerkt, dass 3-4 Tage überhaupt nichts ging. Dass sich nichts vor und nichts zurückbewegte. Ne? Das ist dann erstmal die Verdauung so. Wobei, kommt das durch diesen hohen Eiweiß- und Fettgehalt? Genau, ist der hohe Eiweiß- und Fettgehalt und dann natürlich, weil die Frucht vorher tiefgefroren war. Und tiefgefroren, das liegt ja allgemein länger im Magen oder schwer im Magen. Und dann halt noch das Fett und das Eiweiß dazu. Das ist genau. Genau, wenn ihr auch wissen wollt, woher kann man denn so eine Frucht bekommen, also man kann sie zum Beispiel bei Orkus bestellen, ich habe ja auch schon einige Auspackvideos von Orkus hier auf meinem Kanal, kann ich auch mal 1-2 Videos verlinken oder unten in der Infobox. Dort kann man entweder ganze Früchte, ne? Aber auch schon... Jetzt erstmal nicht mehr, okay. Window über gibt es dann wohl die geschälten Früchte und ab... April, Mai gibt es dann wieder die ganzen Früchte auch. Genau. Bei Tropenkost bekommt ihr die ganzen Früchte und auch bei Passion for Fruit gibt es auch die ganzen Durian-Früchte. Und bei Amazon habe ich es jetzt mittlerweile auch schon gesehen, aber kann ich leider nicht bestätigen, weil ich das nicht probiert habe. Okay. Also ohne Gewähr. Und sonst kann man eben, also bei uns in Leipzig ist es so, wir haben verschiedene, also einen Asia-Großhandel und auch Asia-Märkte, die auch, wenn man nachfragt, große, tiefgefrorene Durian-Früchte bestellen bzw. Vorrat haben. Und da können wir uns einfach die ganzen Früchte holen und die lassen wir dann einen Tag auftauen. Und ja, dann geht's große Durian-Fressen los. Wenn ihr einen Asia-Markt bei euch in der Nähe habt oder auch einen kleinen Asia-Laden und die sollten die Durian nicht haben, dann fragt die einfach. Die können die auf jeden Fall bestellen. Die können die ganzen tiefgefrorenen Früchte auf jeden Fall bestellen. Was sie dann halt machen, ist, die müssen halt einen großen Karton bestellen,
Aber dann könnt ihr halt sagen, okay, entweder ihr nehmt den ganzen und friert es bei euch zu Hause ein, oder ihr sagt halt, ihr holt euch diese Woche eine und dann zwei Wochen später wieder eine. Mhm. Also die könnt ihr auch definitiv bestellen. Holt euch nicht die Packung, das ist vom Geschmack her nicht so dasselbe wie die ganzen tiefgefrorenen Früchte. Genau, es gibt auch in Asiamärkten, so in der Tiefkultur, gibt es so Packungen, ich glaube 500 Gramm sind auch drin oder 300, 400 Gramm. Und die hatten wir auch schon ab und zu und das ist wirklich nicht so das Geschmackserlebnis. Genau, wie ich schon erwähnt, hatten wir auch eine Freundin da, die die Durian noch nicht kannte. Und wir haben sie beim ersten Mal Durian-Essen gefilmt und das blenden wir jetzt hier ein. Also ich sag dir, schmeckt's nicht. Denkst du? Thomas, du sollst den beeinflussen. Merle-Pudding ist auch schon beeinflusst. Ja, auch. Die Pudding. Oh. Und? Na, das sieht gut aus. wenn man den Geruch weglässt, ja. Schmeckt? Aber es schmeckt anders, ne? Oder? Was sagst du vom Geschmack her? Es schmeckt anders, als es riecht. Wenn man das nicht überhaupt nicht gewöhnt ist, ganz eigenartig, aber Pudding, Vanillepudding, Sahnepudding. Hey, ja, das ist gut. Also wird es dir schmecken. Ja. Vanille-Sahnepudding mit Zwiebel. Das klingt schon mal gut. Mit. Ja, Vanille-Sahnepudding. Ja. Ja, das würde ich so sagen. So schmeckt es ja. Yeah! Yay, Yippie! Attacke! Vielen Dank, Henry. Ja, vielen Dank. Ich danke euch. Du kommst gut raus. Keine Chance, Win. Ich finde die unlecker. Boah, ey. Das erinnert mich irgendwie an Chiang Mai. Schlachtfeld. Also ich muss mal was essen, oder? Schlechten Einfluss. Wo der Weg hingeht. Von Silke. Das ist die absolut. Ganz schlechter Einfluss. Ganz schlechter Einfluss an animalisches Durian-Essen. Wahnsinn. Vor allen Dingen, wie das aussieht. Kommen wir jetzt dazu, warum der Henry eigentlich hier ist. Im Oktober war ich ja schon auf Sardinien bei Henry und haben wir uns ausgemacht, dass wir mal zusammen fasten, weil wir haben ja schon langjährige Fastenerfahrung, aber immer getrennt und dachten, wir machen mal zusammen Fasten, mal sehen, wie das so ist. Und deswegen ist Henry auch hier. Wir führen gerade ein 7-tägiges Fasten durch. Heute ist Tag 6, heute ist der Mittwoch, Mittwoch vor Weihnachten, Tag 6. Ja, und dann wollen wir mal über unser Fasten berichten. Also wir machen einen Saftfasten, wir führen ein Saftfasten durch und trinken so am Anfang zwei Säfte. Genau. Wir hatten dann immer noch mal so ein Chlorella-Kokoswasser, aber sonst immer zwei größere, frisch gepresste Säfte. Magst du mal von deinen Säften erzählen? Ja, ich mache mir eigentlich jeden Tag immer dieselben Säfte, weil ich die einfach liebe und weil die vom Geschmack her super sind. Ich fange mal an, so meistens zwischen 15, 16, 17 Uhr hatte ich dann Orangen-, Karotten- und Ingwer-Saft. Und dann später hatte ich dann noch einen Grünsaft und da war entweder Grünkohl drin oder Spinat mit Alfalfa, Gurke und Apfel. Und dann noch entweder Limette oder noch Orange rein. Genau, das sind eigentlich so die zwei Säfte, die ich jeden Tag trinke, weil... Genau. Also bei mir ist auch so Orangen, genau, du gibst mir immer von dir ab, das schätze ich ja sehr, dass immer jetzt jemand da ist, der mich mal von seinen Säften probieren lässt. Ich habe auch jetzt heute zum Beispiel einen Saft getrunken, Grünkohl, Gurke, Mangold, Apfel, Kurkuma, ein bisschen Zitrone. Und gegen Abend werde ich zum Beispiel einen Saft aus Wurzelgemüse, Rote Beete, Möhre, vielleicht auch noch Pastinake. Da kommt auch noch Limette auf alle Fälle ran, ich liebe die Kombination Rote Beete, Limette. Und eventuell noch Sonnenblumengrün, also irgendwie Sprossen. Du nimmst ja gerne Alfalfa. Meine Alfalfa-Sprossen sind erstmal alle. Also die anderen, die ich noch habe, die sind noch nicht so weit zum Entsaften. Und dann nehme ich einfach Sonnenblumenkerngrün oder auch mal Erbsengrün. Ich glaube, das schmeckt, kommt glaube ich beim Saft nicht so gut durch, aber das ist ein genialer grüner Saft an sich von der Wirkung und auch von den Inhaltsstoffen. Ist das Erbsengrün sehr wertvoll. Ja, wie unterstützen wir so das Fasten? Der Henry, der geht zum Beispiel jeden Tag laufen. Also du gehst viel laufen, du bewegst dich richtig viel. Genau. Ne?
Und jetzt auch im Winter, also ich gehe auch mit kurzen Sachen raus. Erstens für die Abhärtung und zweitens kommt dann die Kälte, dann ist es halt nicht mehr so kalt, ne? Egal ob ich dann drin bin oder draußen. Das ist halt echt schön und vor allen Dingen, jetzt im Winter ist es meistens so, dass es im Winter mehr Sonne gibt als wie im Sommer bei uns, woran es wohl liegen mag. Und ja, da versuche ich dann am Tag schon da so 20, 30 Minuten die Sonne einzuhaschen und dass zumindest, sage ich mal, Sonne auf Arme und Beine kommt und halt ins Gesicht. Ja, und das ist echt sehr, sehr gut. Genau. Ja. Also ich bin diese Woche nicht gelaufen, ich mache ja immer so Dehnungsübungen oder also Joggen und ich laufe, aber jetzt in den letzten Tagen bin ich viel zu Fuß gelaufen und in der Kälte auch mal längere Strecken zu Fuß, auch mit mal ein bisschen schweren Rucksack, wenn ich was eingekauft habe. Und ich merke ja wirklich, jetzt ist heute der 6. Tag, ich hatte noch nicht mal so das Gefühl, dass ich körperlich schwächele, dass ich abbaue. Es passiert eher so emotional, dass Emotionen immer ganz intensiv hochkommen und auch bestimmte Gedanken, dass du bestimmte Themen, geht dir vielleicht irgendwie so bestimmte Themen sind im Kopf und die kannst du gar nicht mehr beiseite schieben. Die sind jetzt dran, die musst du jetzt abarbeiten, da musst du jetzt durch. Das finde ich auch sehr faszinierend beim Fasten, dass man da gewissen Themen nicht mehr entkommen kann. Das ist auch das immer, was man dann beim Essen auch so hat, ne? Wenn man in Essensphasen ist, da hat man dann halt immer, sage ich mal, das Essen und holt sich damit runter. Und dann schickt man die Emotionen, die da gerade hochkommen beim Fasten, die schickt man dann erstmal wieder ins Jenseits. So, beim Fasten ist es dann aber so, wenn du dann am 4., 5., 6., 20. Tag oder wo auch immer bist, dann kommt das halt hoch. Aber dann fängst du dich halt nicht mehr mit Essen ein, sondern versuchst, das wirklich mal zu bearbeiten. Und das, emotionaler Detox halt, ne? Das ist sehr, sehr ungewohnt am Anfang, aber sich damit mal auseinanderzusetzen, ist eine sehr, 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 sehr schöne Erfahrung und genieß sie einfach. Also, wenn man mit diesem Denken angeht, dass man das einfach mal genießt, auch wenn es teilweise schwerfällt, fällt es dann trotzdem beim Fasten leichter. Genau. Ja. Genau, also gestern war mal so ein Tag bei mir, Tag 5, da hatte ich nur einen Saft und habe ich dann wirklich auch gemerkt, abends wie so auch negative Emotionen ein bisschen. Oder dass so genervt war und ein bisschen, dass mir alles irgendwie zu viel war, kam dann so hoch, ne? Und auch ein bisschen Ärger. Und dann kam noch dazu, dass mein jüngster Sohn Silas, dem ging es gestern auch nicht so gut. Vielleicht habe ich da auch irgendwas aufgenommen mit irgendwelchen Themen, die er bearbeitet. Und dann hat er auch gebrochen, hatte heute Nacht Fieber. Für mich war heute die Nacht ein bisschen anstrengend. Deswegen fühle ich mich heute ein bisschen, also einfach ein bisschen müde, aber sonst körperlich sonst soweit gut. Also jetzt nicht, ich könnte jetzt trotzdem alles körperlich, also laufen, ich könnte wahrscheinlich auch joggen, alles mögliche. Also da fühle ich mich überhaupt nicht geschwächt, wie ich das manchmal so von früheren Wasserfasten kenne, dass dann die Energie schon am 3., 4. Tag aus dem Körper geht und man alles so schwerfällig ist, überhaupt nicht. Aber ich bin halt dadurch, dass ich halt nachts ab und zu wach war, durch meinen jüngsten Sohn, dass er mal aufgewacht ist, fühle ich mich jetzt nur so ein bisschen müde, aber sonst wirklich total gut. Also wirklich ein tolles Saftfasten. Was wir natürlich auch machen, wir unterstützen dieses Fasten mit Einläufen. Mindestens ein Einlauf am Tag. Und ja, dazu hatte ich mit Henry auch schon ein Video gemacht. Das verlinke ich euch oben in den Infokarten, wirklich auch sehr interessant. Und das ist eigentlich ein Muss für uns, ein Einlauf, ne? Um diese alten Reste aus dem Darm zu spülen. Da kommen ja wirklich auch noch am 5. Tag kommen noch Reste raus, die dann auch streng riechen, muss man ja wirklich mal sagen. Ne? Ja, ist nicht viel, was da rauskommt, aber es kommt halt noch was raus. Also ich persönlich und Silke hat es jetzt auch so gemacht, wir haben es jetzt jeden Tag gemacht, muss man nicht machen. Ich sag mal, die ersten 3 Tage reicht vollkommen aus und wenn man 7 Tage Saftfasten macht, dann brauchen wir das nicht unbedingt. Vielleicht auch nochmal zum Ende hin, wenn man merkt, beim Fastenbrechen kommt man am ersten oder zweiten Tag nichts raus, dann würde ich da auch nochmal mit einem Einlauf unterstützen. Aber ansonsten reichen die ersten 3 Tage vollkommen aus. Ne? Und eigentlich wollen wir noch mit Cassia Fistula das zusätzlich unterstützen, aber das haben wir diesmal gar nicht gemacht, vielleicht war es auch nicht nötig, muss man einfach mal so. Keine Lust gehabt, die zu schälen. Ja, das wird natürlich, die sind natürlich sehr schwer zu schälen, das sind solche großen Stangen, die hatten wir auch schon mal in einem Video erwähnt und ich habe die auch schon mal in irgendeinem Video gezeigt. Und was wir natürlich, das war auch noch auf alle Fälle erwähnen, wir machen morgen eine Hydrokolontherapie. Für mich wird es das erste Mal sein. Für Henry ist das zweite Mal. Vielleicht magst du mal kurz sagen, was das ist und wieso, weshalb, warum das förderlich ist beim Fasten? Also der Einlauf, der geht ja bloß in die unteren Bereiche vom Darm und man nimmt meistens so zwischen 0,5 und 2 Liter. Bei der Hydrokolontherapie ist es so, ja, dass der Schlauch auch ein kleines Stück dicker ist. Das fühlt sich am Anfang etwas ungewohnt an. Aber dann bei der Wassertherapie selber fühlt sich das nicht mehr unangenehm an. Und dann wird aber bei diesem ganzen Vorgang circa
ja, so 20 Liter. Das wird immer quasi in einen reingepumpt, bis eine Grenze erreicht wird, bis man halt selber dann sagt, oh, jetzt drückt es gerade so doll. Und dann lässt quasi die Therapeutin oder Therapeut lässt dann wieder den Druck ab, dann läuft das Wasser raus. Und dann kann man dann auch noch schön in dem Schlauch sehen, ob es rauskommt oder nicht. Und dann wird das quasi wieder reingepumpt, solange bis das Wasser alle ist. Viele machen es mit Kräuterinfusion, viele ohne Kräuterinfusion. Muss man halt schauen, wenn man es die ersten Male macht, würde ich es ohne Kräuterinfusion machen, weil man es einfach noch nicht kennt und weil die Reinigungsreaktion zu krass sein könnte. Aber ansonsten ist es halt effektiver, wenn man in die oberen Darmbereiche reinkommt und dann kann da wirklich mal sich mehr verabschieden. Ne? Mhm. Ja, so. Bin ich morgen auch mal gespannt, wie das wird. Wird interessant. Wie sich das anfühlt. Gerade wenn man so regelmäßige Erfahrungen mit Einlauf hatte, also hat auch eine Bekannte schon berichtet, dann so eine Hydrokolumntherapie, das ist nochmal was ganz anderes. Fühlt sich schon nochmal ein bisschen befremdlicher an als so ein Hauseinlauf. Ja, vor allem versucht das irgendwo in der Nähe zu machen, dass ihr nicht so weit weg wohnt. Weil ich hatte halt letztes Jahr gehabt, ich hatte die Hydrokolontherapie und musste dann auch noch eine Stunde mit der Straßenbahn nach Hause fahren. Und wo ich dann auf dem Weg zur Straßenbahn war oder in der Straßenbahn saß, habe ich dann auch so ein bisschen Panik gehabt, dass da noch ein kleiner Schwabs hinterherkommt, aber ist da nichts passiert. Aber, ja. Okay, das sollte man beachten. Wir wollten ja nochmal gucken morgen. Wir wissen auch noch nicht genau, es ist aber hier in der Nähe. Ich glaube 15 Minuten mit dem Fahrrad, ja. Also das geht auch. Okay, das geht. Ja, also wir werden morgen Abend das Fasten brechen. Wir haben uns da auch was ganz Besonderes überlegt, was wir eigentlich, oder ich zumindest selten eigentlich bestelle jetzt seit diesem Jahr, nämlich tropische Früchte von Orkos. Da haben wir uns nochmal ein Paket liefern lassen und wir zeigen euch mal, welche Früchte da so drin enthalten waren. Das ist ein Teil unserer Orkos-Lieferung. Hier rechts seht ihr hier oben Cherimoyas, dann sind Mangos hier drin, die größeren, das ist die Sorte Mango Edward und die kleinere Sorte ist die Mango Atulfo und hier haben wir eine große Papaya, die werde ich übrigens auch zu Weihnachten essen, das wird mein Weihnachtsfest mal sein, wahrscheinlich dann noch mit Salat und Sprossen, ich habe mir Brokkoli extra, also Brokkolisprossen extra gezüchtet und Alfalfa-Sprossen, die werden auch am Samstag fertig sein, da freue ich mich sehr drauf auf das Essen. Und hier links haben wir Litschis, dann ist noch eine Kakaofrucht, also eine ganze Kakaofrucht. Und die Kakaobohnen, die sind da drin mit so einem dünnen Fruchtfleisch ummantelt. Und das ist wirklich der beste Kakao, den es gibt. Das ist wirklich der beste Kakao in Rohform. Also ich habe ja auch mal mich mit einem bekannten Rohköstler unterhalten. Und der hat mir gesagt, also Kakaopulver oder andere Produkte aus Kakao, die können gar keine Rohkostqualität haben, meint er. Also für mich ist die Kakaoschote der beste Kakao. Dann haben wir hier noch ein paar andere Früchte, die ich auch noch nicht probiert habe. Die kleinen Früchte hier, das ist Zapote Chico. Dann haben wir hier die größere Frucht, Zapote Mamey. Und die gelben Früchte, das sind auch Zapoten, die heißen Zapote Amarillo. Und hier in diesem kleinen Karton, das ist noch ein Geschenk von Orkos, das ist irgendeine Dattelsorte. Und das hier ist Henrys Karton. Und ihr seht hier ganz, ganz viele Mangos, also auch Mango Edward und Mango Atulfo. Henry möchte diese Mangos vor allem auch an Freunde und Familie verschenken. Und hier hat Henry noch ganz leckere Datteln bestellt, die er, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, gern für Soßen verwenden möchte, um ein bisschen zu süßen. Das ist die Dattelsorte Mossafati und hier nochmal Datteln, die mit Joule Jumbo Datteln. Genau, wir haben uns bei Orkos Früchte bestellt, sonnengereift, also wirklich reife Früchte, weil das nach dem Fasten auch nochmal förderlich ist, sich wirklich richtig hochwertige Früchte, also richtig hochwertige Früchte zu essen, als dieses unreife Obst, was man momentan bei uns kaufen kann. Und das mache ich ja sowieso meistens zu Weihnachten, mir ein Paket von Orkos bestellen. Wir werden auch zu Weihnachten tropische Früchte essen und auch noch einen Salat mit Dressing, aber ohne Salz und Öl. Und wir werden praktisch am Donnerstag das Fasten abends brechen mit Früchten. Dann essen wir 2 Tage Früchte, doch Gemüsefrüchte, Gurke, vielleicht auch ein paar Sprossen. Und Samstag gibt es dann einen Salat. Genau. Genau, ich habe mit Henry auf Sardinien auch schon ein Video gemacht, ob Früchte gut für uns sind. Und da gibt es auch nochmal einige wichtige Informationen, was man beachten sollte. Ich verlinke euch auch dieses Video oben rechts in den Infokarten. Genau. Was ich noch sagen wollte zum Fasten, was mir noch einfällt, ist egal, ob ihr jetzt Rohköstler seid, ob ihr Veganer seid, Vegetarier, ob ihr noch Fleischesser seid.
noch Fleischesser seid. So 80% im Jahr essen, 20% fasten. Das wäre wirklich gut, um die Gesundheit zu erhalten. Klingt jetzt erstmal wieder krass und auch, was erzählt der Henry da jetzt? Aber es ist extrem wichtig, um da mal dem Körper die Ruhe zu geben und dass er wirklich mal alles verdauen kann und den alten Sheet da ausscheiden kann. Und dann läuft das System auch wieder besser, ihr fühlt euch besser und der Körper kann auch wieder viel besser die Sachen aufnehmen. Und weil wir das gerade mit den Früchten erwähnt haben, wir haben uns jetzt halt zu Weihnachten nochmal Tropenfrüchte bestellt. Es ist kein Muss, ich kenne sehr viele Leute, die sich so gut wie gar keine Früchte in der Ernährung haben und sehr, sehr viel Sprossen und Grünes. Genau. Was sehr, sehr wichtig ist, gerade in der Anfangszeit der Rohkost und auch in der Umstellung, dass man da sehr, sehr viel Grünes und nicht so sehr auf die Früchte geht. Ja. Was ich jetzt mache, dann, ich werde mir dann pakettechnisch so gut wie gar nichts mehr bestellen, sondern dann einfach Säfte nehmen. Ja. Ich mixe dann halt die Äpfel zum Beispiel mit Grünzeug, ne, um halt dann die Säure von den teilweise unreifen Früchten noch zu neutralisieren. Und trinkt das dann halt als Saft. So geht's auch. Das kann man auch machen. Ne? Und dann halt am Abend einen schönen Salat mit einem Dressing dazu oder was auch immer. Gibt es ja so viele Möglichkeiten. Silke hat sehr, sehr viele Rezepte auf ihrem Kanal. Bei mir werden auch noch einige Rezepte kommen. Und dann kann man sich dann ein schönes Leben machen, ohne auch wirklich viel Geld auszugeben. Ne? Weil viele immer sagen, Rohkost ist teuer. Aber wenn man, sag ich mal, richtig ansetzt, sich zum Beispiel große Alfalfa-Säcke zum Beispiel bestellt, bei Amazon oder so, ja, oder andere Sprossen, dann, die Sprossen, die machen so zufrieden viel, ja, und da brauchen wir dann auch nicht mehr viel. Genau. Aber das ist ein anderes Thema, da können wir ja, auch nochmal drüber reden. Genau, da können wir an anderer Stelle nochmal drüber reden. Aber was ich nochmal sagen wollte, ich hatte ja mit, ich glaube, das letzte Video, was ich mit Henry hochgeladen habe, das ging letzte Woche Mittwoch online, da hatten wir über die Haut gesprochen, warum so viele Menschen Hautprobleme haben. Und lustigerweise kam Henry genau an diesem Tag und ich dachte, super, jetzt habe ich alle Videos hochgeladen mit dir und jetzt bist du wieder da, jetzt können wir neue Videos machen. Aber zu diesem Video nochmal, auf dieses Video nochmal zurückzukommen, wir hatten über unsere Erfahrungen, vor allem Henry, über seine Erfahrung mit der Haut gesprochen, dass das oft auch mit der Ernährung zusammenhängt, weil man eben Hautprobleme hat, Akne, Pickel, ja auch Eiter, du hattest ja auch so Eiterblasen und sowas, ne? Und da wurde oft nach Quellen gefragt, habt ihr Quellen, könnt ihr das irgendwo belegen? Also wir sprechen von unseren eigenen Erfahrungen. Also unsere eigenen Erfahrungen und wir sind auch viel mit Menschen im Austausch, die nicht im Online-Bereich tätig sind. Und wir haben viel Kontakt zu Menschen, die das genau dasselbe bestätigen. Ja. Und wir tragen das einfach nur nach außen. Das ist jetzt nichts, was nur wir beide erfahren haben, sondern auch, was andere Menschen in unserem Umfeld oder Menschen, die uns kontaktieren, dass die immer wieder berichten, dass die Haut besser wird. Und das ist halt ganz wichtig. Ich meine, wer würde schon offizielle Studien bezahlen oder Studien bezahlen, die belegen, dass Getreide- und Milchprodukte, dass die zu Hautproblemen führen? Wenn man euch mal überlegt, was da für eine Lobby dahinter steckt und für enorme Einnahmen, dann könnt ihr euch natürlich vorstellen, dass es da keine offiziellen Studien gibt, die allgemein veröffentlicht werden, die sagen, Getreideprodukte und Milchprodukte sind schlecht. Ja, ihr müsst einfach selber die Erfahrung machen und es tut ja nicht weh. Es kostet auch nichts. Oder nicht viel. Nee. Einfach mal Getreide zu reduzieren, Milchprodukte zu reduzieren. Es geht auch nicht darum, irgendwelche Ersatzprodukte, sondern wirklich eher mehr Rohkost einfach dafür essen. Mehr Sprossen, mehr Obst, mehr Gemüse, mehr grünes Blattgemüse. Ja. Oder gedämpftes Gemüse. Ja. Muss eigentlich auch nicht unbedingt Rohkost sein, aber eben Getreide weglassen, Milchprodukte weglassen. Eins nach dem anderen. Milch weg, dann irgendwann Getreide weg, dann irgendwann Fleisch weg. Weil viele sagen schon, oh, ich habe jetzt die Milchprodukte weggelassen, mein Hautbild sieht jetzt schon viel besser aus. Und dann lassen die irgendwann das Fleisch weg und dann sagen die auf einmal, oh, mein Hautbild sieht auf einmal viel, viel besser aus. Und so hangelt sich das dann halt hoch. Wenn man hier jetzt meinen Arm sehen könnt, ich zeige es jetzt einfach mal hier rein, das war damals alles komplett, von oben bis unten, war das ja, ein vereiternder Ausschlag komplett. Und dann, wo das weggegangen ist, waren hier nur überall Narben. Das ist weg, da ist nichts mehr. Und ich durfte auch schon sehr, sehr viele Leute begleiten, die ihre Nahrungs- oder Ernährungsumstellung gemacht haben. Die Hautprobleme hat fast jeder, der sich irgendwie von Fleisch ernährt oder Weizenprodukte hat. Da ist immer irgendwas, egal ob es jetzt eiternde Ausschläge sind, Warzen, was auch immer. Ja. Und ja, bei den ganzen Leuten habe ich immer wieder dieselbe Erfahrung gemacht und auch gesehen mit denen zusammen, okay, das geht dann weg nach der Zeit. Ja. Die Haut erholt sich wieder und ja, es gibt noch verschiedene Sachen, wie man das auch noch unterstützen kann. Habe ich jetzt auch erst wieder ein Video dazu gemacht. Man kann die Haut täglich ausbürsten mit einer Trockenbürste, ne, um das zu unterstützen.
Dann kann man noch ein, zwei andere Sachen machen, aber das zeige ich dann demnächst auch noch. Das wird jetzt einfach den Rahmen sprengen. Genau, also testet auf alle Fälle aus, experimentiert und versucht das einfach mal umzusetzen, wenn ihr wirklich Hautprobleme habt. Wir sprechen ja auch mal die an, die wirklich Probleme haben, dass es ein Weg, eine Lösung sein kann, sich von den Hautproblemen zu verabschieden. Und wie ich auch schon... Ich wollte noch kurz einhaken. Es hat jemand geschrieben, die Haut ist kein Organ. Das habe ich auch nicht damit gemeint. Die Haut ist das größte Entgiftungsorgan, was wir haben, weil vieles über die Haut nach draußen geschleudert wird. Der Alex Green hat noch ein gutes Kommentar drunter geschrieben, das wollte ich jetzt auch noch sagen. Er hat dann geschrieben, dass bei vielen dann schon die Haut aufgegeben hat. Ja. Weil einfach die Poren sind komplett verstopft und dann kommt dann nichts mehr raus. Das sammelt sich dann im Körper an. Ja? Und dann bilden sich dann halt andere Sachen wie Zysten, Tumor, irgendwelche Auswölbungen und. Ja. Aber das ist dann auch eine andere Sache. Das ist also eher ein schlechtes Signal, wenn die Haut nicht reagiert, genau. In den meisten Fällen. Genau. Und weil du den Alex Green erwähnt hast, der hat ja auch einen YouTube-Kanal gestartet mit sehr interessanten Videos. Da verlinke ich auch mal oben den Kanal rechts in den Infokarten. Lohnt sich auf alle Fälle da auch mal reinzuschauen beim Alex. Definitiv. Genau, was bleibt uns jetzt noch? Jetzt ist ja bald Weihnachtszeit. Wir wünschen euch auf alle Fälle eine besinnliche und harmonische Zeit mit euren Lieben. Macht euch wirklich eine schöne Zeit in Liebe. Genau, genießt jeden Moment, wirklich jeden Moment. Das Miteinander, die Liebe und... Freut euch zusammen, lacht richtig. Das ist das, was uns am meisten Kraft gibt und uns am meisten Freude macht. Genau, lasst euch keine Angst machen. Genau, durch nichts und niemanden. Macht den Fernseher aus. Genau, am besten über Weihnachten Fernseher aus. So, das war's wieder von uns. Wieder ein Video von Henry und mir. Wenn ihr irgendwelche Ideen, Videoideen habt, welche ich mit Henry abarbeiten könnte, dann könnt ihr das gern unten in den Kommentarverlauf einfach eine Nachricht reinschreiben, eine Videoidee. Henry ist ja jetzt wieder in Deutschland, das heißt, der ist besser greifbar als auf Sardinien. Ich mag mit Henry wirklich auch lieber persönliche Videos machen als per Skype oder Zoom und da können wir auf alle Fälle noch ein paar Themen aufgreifen, wenn ihr unten jetzt ein paar Ideen habt. Wir haben auch so unsere Ideen, aber wenn ihr noch wirklich sagt, oh Mensch, das Thema, das interessiert mich, dann möchte ich gerne mal noch ein bisschen mehr dazu erfahren, eure Erfahrungen hören, dann machen wir das. Okay. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Macht's gut. Bis bald. Alles Liebe. Ciao.